Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Planet B. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Planet B. In diesem Video gebe ich am Anfang erst einmal einen Überblick, was das Spiel denn zu bieten hat. In der Folge zeige ich euch den Aufbau, den Ablauf, der gar nicht mal so schwer ist, jetzt ohne jetzt in jedes Detail einzusteigen. Und ja, am Ende des Videos, wie gewohnt, auch das Fazit. Planet B ist ein Spiel, erschienen bei Hans im Glück. Vertrieb über Asmodee und Autor, Spieleautor, gleichzeitig aber auch Spieleredakteur bei Verlag Hans im Glück. Und zwar, glaube ich, seit 2016, das ist der Johannes Natterer. Illustration, ja, da sind einige mit beteiligt. Das ist unter anderem Dennis Lohausen, Franz-Georg Stemmele, Marcel Gröber, Ingram Schell und Felicia Fuchs. Jetzt schauen wir uns mal das Ganze an. 2 bis 4 Personen steht hier auf der Seite. Ab 14 Jahre ist auch ein bisschen dem Thema geschuldet. Das gleich vorneweg. 20 bis 45 Minuten pro Person. So 2 Stunden müsst ihr auf jeden Fall bei diesem Spiel rechnen. Ja, und wenn man das Spiel so sieht von der Verpackung Planet B, um was geht's denn? Beziehungsweise auf der Außenseite, je nachdem wo ihr das Spiel holt, da gibt es dann gleich noch einen Hinweis. Gleichzeitig zum Schwierigkeitsgrad schwer steht hier dabei. Aber auch gleich die Frage, ob das Spiel denn zu mir denn passt. Weil hier heißt es gleich ganz deutlich, du liebst Strategiespiele und planst gerne deinen nächsten Zug, trotzdem darf das Thema nicht zu kurz kommen. Ja, durchaus wichtig für den einen oder anderen. Und das bietet dir Planet B oder Planet B. Aber Vorsicht, es ist kein Spiel für schwache Gemüter. Sarkasmus solltest du verkraften können und so manche Entscheidung liegt nicht immer in deiner Hand. Also auch gewisse Glückskomponenten sind hier in diesem Spiel vertreten. Und aufgebaut habe ich schon sehr umfangreich. Ich werde euch im Verlauf des Videos auch immer mal wieder das ein oder andere Bild einblenden, weil ihr seht hier schon das große Spielertableau für alle Mitspielenden. Ihr seht hier die separate Leiste, das Geld, die jeweiligen Baukarten, die man hier vorhat und natürlich auch das separate Spieltableau. Jeder bekommt so ein Spieltableau. Achtet auf jeden Fall darauf, dass man mit der Nummer 1 beginnt. Aber dazu komme ich gleich im Aufbau. Ja, wir sind jetzt quasi auf einem neuen Planeten. Planet B. Ja, Planet A, den gibt es vielleicht nicht mehr, aber wir sind umgesiedelt, Planet B. Und in der Rolle als Gouverneur oder Gouverneurin, letztendlich versuchen wir hier das Beste aus diesem neuen Planeten zu machen. Wir wirtschaften, wir setzen unsere einzelnen Figuren dann ein, so eine Art Worker Placement kann man es durchaus bezeichnen, aber wir arbeiten auch an unserem Ruf oder auch nicht, je nachdem, was für ein Image wir uns in diesem Spiel aufbauen. Hinzu kommen gewisse News-Faktoren, das ist ganz witzig gemacht, gewisse News-Karten, wo wir quasi die nehmen können, aktivieren können, je nach Position. Gleichzeitig können wir natürlich auch hier an Gebäuden bauen, die wir errichten und gleichzeitig schauen wir hier, welche Auswahlfenster hier dann bleiben und versuchen natürlich, einen perfekten Planeten B zu gestalten. Am Ende geht es wie gewohnt natürlich um Siegpunkte. Gleichzeitig finden immer am Rundenende auch Wahlen statt, wo es um den Präsidenten geht, weil ich möchte auch mal unbedingt in die Rolle des Präsidenten. Ansonsten gibt es vielleicht den Vize und so weiter, abhängig von der Spieleranzahl. Ja, das bringt natürlich Kohle, das bringt Punkte und am Ende ist natürlich das wichtig, abhängig, wenn die Tableaus dann weg sind, wie viel Ruhm, wie viel Siegpunkte wir bekommen haben, weil die Geldscheine, die sind hier auf der Seite als ja, Geld dann dargestellt. Auf der Rückseite ist es aber auch gleichzeitig ein Pluspunkt, also ein Siegpunkt. Und um Siegpunkte geht's. Und wer dann am Ende die meisten Siegpunkte hat, der oder diejenige hat das Spiel gewonnen. Und das war der Überblick. Und jetzt steigen wir auch gleich ein in den Aufbau. Das ist auch recht schnell erledigt. Ihr habt das Spieltableau, 2, 3 Personen auf der Rückseite für 4 Personen. Die jeweiligen Tafeln, ich nenne es jetzt einfach mal zur Vereinfachung, die Spieltafeln, die legt ihr ab mit den Werten A. In der mittleren Position habt ihr gleich die Rückseite, das heißt die rote Seite. Hier unten sind die 3 bzw. 4 Marker. Denkt dran, der eine weiße Marker, den schiebt ihr an die untere Position. Darunter liegen die einzelnen Karten, Gebäudekarten A, B und C, die mischt ihr gut durch. Auch die Newskarten sortiert mit 1, 2, 3, die mischt ihr gut durch. Die oberste Karte wird offen platziert. Und da merkt man schon den Spielwitz, wenn man sich die eine oder andere Karte anschaut. Die Anspielungen, die natürlich in diesem Spiel dann vorkommen.
Wie gesagt, die anderen Tafeln, die liegen hier aus. Auch hier, abhängig von der Spielanzahl, benötigt ihr die eine oder andere weniger zufällig. Geld liegt hier, Karten liegen hier und hier auf der Seite auch die anderen Spielelemente, die Koffer, die Wahlscheine, die hier dann ausliegen. Aber ganz wichtig natürlich auch das Spieltableau. Denkt daran, die erste Person bekommt die Tafel mit der 1. Ich habe hier die Tafel mit der 2. Bin ich also am Anfang als zweite Position am Zug. Später spielt es noch bei einer Wahl eine Rolle, aber im weiteren Spielverlauf, im späteren Spielverlauf weniger, aber achtet darauf, dass ihr die jeweilige Tafel dann nutzt. Ansonsten ist die Anordnung hier ein bisschen anders, aber hier natürlich, was die Stimmung angeht, auf einem neutralen Bereich. 4 Figuren habt ihr schon da, eine Zentrale habt ihr quasi schon errichten und die anderen Blättchen, das ist auch letztlich super gut trennen, das ist die Rückseite mit Rot, die legt ihr einfach in den oberen Bereich, die anderen Marker auch, die Wahlscheine daneben. Ja, und dann kann man auch schon mit dem Spiel beginnen, das war quasi der Aufbau und jetzt gehen wir über in den Ablauf. Und beim Ablauf muss man natürlich das eine oder andere beachten. 10 Geld habe ich schon mal vor mir liegen, aber ich bekomme natürlich auch von jedem Stapel eine Karte. Das wird quasi gecraftet. Das heißt, abhängig von der Spieleranzahl nimmt man sich vom Stapel 3 Karten. Beginnt beim anfänglichen Spieler bzw. bei der letzten Person. So spielt man die einzelnen Stapel dann durch. Manchmal beginnt beim Startspieler, Startspielerin, manchmal beim Ende. Schaut in der Übersicht in der Anleitung, da steht es gut. Wichtig, am Schluss habt ihr eine A, B und eine C-Karte auf der Hand. Das ist das Erste, was man beachten muss. Die einzelnen Marker liegen ja auch hier aus und all das habt ihr dann auch schon vor euch liegen. Wichtig natürlich, dass hier noch 3 Wahlscheine in Beutel liegen. Habt ihr es beim Aufbau nicht gemacht, dann macht ihr es jetzt an dieser Stelle. Das Geld habt ihr, die Übersichtskarte, die braucht ihr erst einmal gar nicht, aber letztendlich könnt ihr dann auch schon mit einer Partie beginnen. Ja, und eine Partie kann unterschiedlich verlaufen. Die endet ja auch quasi, wenn hier diese letzte Tafel hier platziert wurde. Dann ist jeder noch einmal dran. Also es wird nicht unbedingt dann noch die Reihenfolge dann beachtet, dass wirklich es ausgeglichen ist, was die Personenanzahl angeht. Ist die Frage, wer das Spiel beendet. Also wenn die letzte Tafel hier platziert wird, dann ist jeder noch einmal am Zug. Und jetzt kommen wir zum Ablauf. Und jetzt, ohne in jedes Detail einzusteigen, ist es recht einfach, weil letztendlich habe ich 3 Möglichkeiten zu platzieren. Und was platziere ich? Natürlich einen Koffer. Ich nehme mir also einen Koffer aus der Auslage. Und diesen Koffer platziere ich an das oberste leere Feld hier einer Leiste. Ist gar nicht mal so schwer. Ihr führt dann quasi die Optionen dann aus, die dann dargestellt sind. In welcher Reihenfolge bleibt euch überlassen, wie ihr das macht. Wichtig ist nur im ganzen Spielverlauf, das ist ganz wichtig. Das Geld, das haltet ihr immer offen. Und das Geld legt ihr am besten immer vor euch ab. Ihr könnt das jederzeit umtauschen. Ihr werdet oft eh umtauschen müssen. Abhängig von der Spielanzahl wird es so oftmals zu Tausch kommen. Und das legt ihr offen vor euch ab. Ja, was macht ihr mit den Siegpunkten? Ihr kommt natürlich im Verlauf des Spiels auch Siegpunkte. Und das ist ganz wichtig, weil der Wert des Geldes entspricht auch der Anzahl der Siegpunkte. Wie gesagt, das ist ein Geld, aber gleichzeitig ist es auch ein Siegpunkt. Bekommt ihr also jetzt beispielsweise 10 Siegpunkte oder 11 Siegpunkte, dann nehmt ihr euch das aus der Auslage. Ihr könnt auch das anders bündeln. Wichtig, das sind 10 Geld und ein Geld. Und die Rückseite, das sind dann eure 11 Siegpunkte. Und die legt ihr verdeckt ab. Die könnt ihr immer drunter schieben, unter eurer Karte. Teilweise wird es drunter geschoben, auch jetzt über die Zentrale, über eine Karte, die ihr schon habt. Und wichtig, das Geld platziert ihr verdeckt. Und das lasst ihr dann auch an dieser Stelle. Weil am Schluss zählt ihr die Siegpunkte. Und das sind nicht 2 Siegpunkte, das sind 11 Siegpunkte. Das ist nun mal ganz wichtig, dass ihr daran denkt. Geld, wie gesagt, offen, Siegpunkte letztendlich dann auch verdeckt. So, wo war ich? Koffer einsetzen. War mir aber wichtig, das am Anfang noch zu erwähnen. Ich setze das quasi an die oberste Position und führe diese 3 Aktionen dann aus. Hier auf der Seite sieht man übrigens, was die Rückseite anzeigt. Das heißt, welche Aktionen auf der Rückseite stattfinden. Ist super dargestellt, soll nicht verwirren. Das soll nur zeigen, was auf der Rückseite dann zu sehen ist. Und dann führt ihr quasi die 3 Aktionen dann durch. Ich kann natürlich auch hier rüber gehen, mache genau das gleiche. Rot bedeutet natürlich negativ, meine Stimmung verschlechtert sich. Hier beispielsweise gehe ich mit dem Stimmungsmarker dann ein Feld nach unten. Das Wert hier, der Wert wird übrigens immer mitgezählt. Ich habe es einmal erlebt, dass es auch übersprungen wird. Nein, das Feld wird immer mitgezählt, weil die Stimmung, die kann natürlich auch schwanken. Ihr habt auch die Möglichkeit, hier beispielsweise zu setzen und führt dann diese 3 Aktionen dann durch. Und jetzt muss man nur die Symbole erklären. Und dann kann man
eigentlich schon mit in dem Spiel beginnen. Zur Sicherheit, wenn man da was nachschauen will, nehmt euch die Anleitung, die habe ich jetzt in der ersten Partie auch zur Seite gelegt. Da kann auch ein Mitspieler dann drauf schauen, aber spätestens nach 20, 30 Minuten sind schon die Aktionen so im Kopf, da weiß man auf jeden Fall Bescheid. Ansonsten gibt die Ikonografie sehr viel wieder, was ihr zu machen habt, welche Möglichkeiten ihr habt. Das heißt, gehen wir es mal ein bisschen allgemein dann durch. Das heißt, was kann ich denn hier machen? Hier mit dem Zahnrädchen bedeutet das, ich nehme mir Ressourcen. Und das Zahnrädchen, das ist ja auch auf dem Spielplan. Ich suche mir also eine dieser Reihen dann aus und nehme mir dann hier diese Marker und positioniere die hier unten, was die Ressourcen dann angeht. Super einfach, super verständlich. Ihr habt jederzeit auch die Möglichkeit, natürlich 10 Geld auszugeben, deswegen rot, und legt euch einen Marker hier zum Beispiel auf ein beliebiges Feld. Weil ihr habt nicht alle Ressourcen. Ihr müsst euch also Plättchen kaufen und ihr könnt die hier dann platzieren. Wenn ihr dann hier das ausführt mit dem Zahnrädchen, bekommt ihr hier jeweils die Ressourcen und tragt die unten ab. Natürlich begrenzt, habt ihr das jetzt hier auf dem Tableau, mehr könnt ihr nicht haben. Das ist das eine. Diese Plättchen, die bleiben aber nicht ewig liegen. Wenn ihr die im Spielverlauf nicht mehr benötigt oder wollt die Anordnung anders, dann nehmt ihr es einfach runter, aber ihr bekommt dann nicht das 10 Geld zurück. Das heißt, ihr müsst euch gut überlegen, wo ihr das Ganze dann investiert. Das ist der eine Punkt. Die Ressourcen habt ihr natürlich hier unten und die Ressourcen haben einen Betrag, einen Wert. Ihr könnt keine Ressourcen kaufen, aber ihr könnt sie verkaufen. Die haben einen Kurs von 2, 3, 1, 4, 4, 8, beziehungsweise Fleisch ist immer 6 Geld wert. Und dieser Kurs kann sich aber auch im Spielverlauf verändern. Deswegen rutscht je nach Aktion dieser Marke auch mal nach oben und dann wieder nach unten. Aber ihr schaut jetzt hier, was die Ressource angeht, und ihr wisst sofort, wie viel die dann wert ist. Oh, das war zu dem Punkt quasi der Punkt. Was haben wir hier noch? Natürlich ein Gebäude errichten. Ich habe ja meine A, B und C-Karten auf der Hand. Ich kann ein Gebäude errichten und das ist auch super dann dargestellt. Auf der Karte zeigt es euch an, was ihr ausgeben müsst. Rot. Kapital, Geld und was ihr dafür bekommt, Siegpunkt. All das nehmt ihr euch immer wieder aus der Auslage, bildet im Prinzip einen verdeckten Stapel mit Siegpunkten und offen mit dem Kapital. Und die Karte legt ihr dann aus. Und jede Karte ist unterteilt in eine oder mehrere Abteilungen. Habt ihr also im Spielverlauf hier Figuren dann platziert, dann löst ihr eines von diesen beiden Ereignissen aus. Und auch wieder abhängig vom Symbol bekommt ihr unterschiedliche Dinge. Manchmal Kapital, manchmal verliert ihr was. Das kann eine bunte Mischung sein, aber das bleibt natürlich euch überlassen, welche Gebäudekarte ihr denn ausspielt. Ihr habt auch ganz wichtig immer drei Gebäudekarten auf der Hand, spielt ihr eine aus, zieht ihr eine nach, aber ihr habt auch die Möglichkeit, eine Karte abzugeben. Wenn ihr sagt, die Bauaktion, die Karten, die liegen mir jetzt nicht, ich möchte eine andere haben, aber die Aktion soll jetzt nicht als zu verloren gelten, dann habt ihr auch die Möglichkeit, eine Karte, eine Baukarte abzuwerfen und bekommt dann 5 Geld. Also recht einfach, auch hier nochmal gut dargestellt. Ich nenne es jetzt einfach immer einfach, weil wenn ihr da mal drin seid in dem Spiel, dann ist es gar nicht mal so schwer. Hier unten zeigt es an, ich nehme mir einfach eine dieser gelben Karten, ein Ereignis, die News quasi, die ich anschaue, und für eine dieser, nehme eine dieser Karten, lege die dann hier daneben. Hier ist die Auslage für die Newskarten. Die werden auch immer gestapelt, ist auch ganz wichtig. Die werden hier gestapelt, nicht nebeneinander gelegt. Nur die Gebäude hier daneben, hier auf der Seite, die legt ihr dann an. Welche Anordnung bleibt euch überlassen? Da benötigt ihr Platz, aber hier braucht ihr nur den Stapel mit den News hinlegen und hier natürlich abhängig von eurer Wahl die Karte. Vielleicht ist es auch der Präsident bzw. die Präsidentin. Das war dieser Punkt. Ja, schauen wir noch ein paar Sachen an, denke ich mal. Hier natürlich die Stimmung, die geht nach unten oder nach oben. Hier habt ihr auch die Möglichkeit, wieder quasi hier eure Maschine anzuwerfen. Ressourcen habt immer die Option zu verkaufen. Und hier sind natürlich die Wahlscheine entscheidend. Das heißt, durch dieses Symbol gibt es die Wahlscheine. Und je nachdem, ja, versuche ich natürlich viele meiner farbigen Wahlscheine in dieses Säckchen zu werfen. Weil nachher findet ja eine Wahl statt. Und ich möchte natürlich unbedingt Präsident werden. Die Wahl ist aber schon ein besonderes Element. Da ist ein gewisses Glücksfaktor dabei, wie jetzt am Anfang erwähnt. Also darauf müsst ihr achten. Das sind Wahlscheine, aber auch hier, es ist natürlich auch weitere Möglichkeit, eure ja, Figuren dann zu platzieren. Abhängig davon, nehmt ihr euch Figuren oder platziert sie hier auf euer Gebäude.
Und diese Crafties bzw. Brainies sind immer wieder schöne Anspielungen im Spielverlauf. Die platziert ihr natürlich hier auf eure Abteilung und wenn ihr das dann ausgelöst habt, die bleiben übrigens stehen, ganz wichtig, die lasst ihr dann stehen, dann löst ihr eines dieser unten genannten Bereiche dann aus. Hier seht ihr es zum Beispiel mit der Stimmung nach oben fahren. Das ist durchaus auch wichtig, gerade am Spielende, dass ihr nicht die ganze Zeit hier unten seid, sondern auch hier ein bisschen in den positiven Bereich dann zieht. Das ist der Punkt. Wichtig, dass ein Schrägstrich, weil manchmal wird es verwechselt und ihr macht hier eine Option. 4 sind dargestellt, das heißt, ihr könnt quasi auch 3 einsetzen. Einen nehmt ihr euch, einen Crafty beispielsweise, da habt ihr Optionen, seid ihr flexibel. Ja, das ist schon der obere Bereich, gar nicht mal so schwer. Also da habe ich jetzt schon quasi alles erklärt. Gibt natürlich noch ein paar weitere Karten. Ist ein Mitspieler dran, dann kann er natürlich auch hier wieder einsetzen, das oberste freie Feld. Ich habe ja meinen Zug dann hier beispielsweise gemacht. Mitspieler sucht sich dann auch dieses Feld ein, warum auch immer, weil man unbedingt die Aktion machen muss. Dann ist die dritte Person dran, kann hier oben einsetzen, hier oder auch hier unten einsetzen, um einfach mal das Beispiel zu verlängern, um das euch ein bisschen zu zeigen. Die Aktion, die Züge werden natürlich ausgeführt und dann geht man einfach den Pfeilen entlang, was man denn hier machen muss. Und dann geht es darum natürlich, welche Newskarte ich vor mir habe. Das soll dieses Männchen dann darstellen. Habe ich so eine Newskarte vor mir, dann muss ich auf jeden Fall die Option wählen. Ansonsten die Option. Die Koffer kommen, wie gesagt, im Anschluss zur Seite. Dann wird geschaut, okay, wird diese Karte gedreht. Abhängig davon ist es eine graue oder eine rote Karte. Ist eine rote Karte, hier ist aber eine graue, da wird sie einfach umgedreht. Ansonsten wird diese Karte dann entfernt und man rutscht mit diesem Marker um 2 Felder weiter. Und hier findet ja quasi eine Wahl dann statt. Ja, im unteren Bereich sieht man es natürlich auch, das verändert sich natürlich auch. Und wichtig ist, im Verlauf geht natürlich immer dieser Marker weiter. Die Koffer kommen zur Seite, aber wichtig ist dieser Marker, der sich immer wieder hier verändert. Durch weitere Faktoren gibt es auch Optionen, aber in meisten Fällen ist es hier durch diesen Punkt, das heißt, der Marker rutscht immer weiter. Und irgendwann erreicht er hier vielleicht dieses Feld. Ja, und dann wird es Zeit für eine Wahl. Und ich hoffe, ihr habt sehr viele Wahlscheine schon in diesem Säckchen platziert. Ja, abhängig, da nochmal ein Hinweis, abhängig von der Spieleranzahl zu zweit kommen jetzt auch neutrale Wahlscheine, ich glaube 9 9, kommen in dem Zug dann nochmal in das Säckchen dazu. Deswegen auch der Hinweis, funktioniert auch gut zu zweit. Die Anpassungen sind leichte Anpassungen, aber das klappt, wie gesagt, von einer neutralen Person, dass einfach so ein bisschen dieses Glückselement noch ein bisschen gesteigert wird. Aber wir sind jetzt hier, das heißt, zuerst einmal nimmt man seine Figuren runter. Von seinen Gebäuden. Aber die, wo quasi vollständig dann draufstehen. Wenn ich dann ein Männchen habe, aber es ist noch Platz, ich brauche noch mehrere, die bleiben stehen. Also nur von vollständigen Gebäuden, wo ich eine Aktion ausgeführt habe, die kommen hier oben drauf, unten drauf, denkt an das Limit 8 bzw. 8. Das kann auch durchaus passieren. Und dann geht man an das nächste. Dann schaut man auf der Leiste, wie gut bzw. wie schlecht ist man. Wenn man hier oben ist, ist es super. Ich bekomme Kapital, Geld. Geld, wie gesagt, offen. Aber ihr dürft auch Wahlscheine in das Säckchen legen. Wenn ihr unten seid, dann ist das doof. Dann verliert ihr natürlich hier Figuren. Und gleichzeitig dürfen eure Mitspieler, also eure Mitspielenden, jeweils einen oder sogar mehr Wahlscheine in das Säckchen werfen. Das ist gut. Säckchen, bzw. Wahlscheine gibt es natürlich am Schluss auch nochmal Punkte, wenn ihr viele da drin habt. Also das ist durchaus wichtig. Und im Anschluss kommt dieses ganz besondere Element, dieses Glückselement und dieses ungewöhnliche Element, was den Mechanismus angeht. Weil ich ziehe jetzt hier 3 Wahlscheine aus dem Säckchen. Vielleicht habe ich mir im Verlauf des Spiels so ein Plättchen auch freigeschaltet. Da gibt es ja auch Optionen. Da zahlt man den Betrag, kriege ich das. Dann kann ich vielleicht schon ein Säckchen von mir offen platzieren. Also da denkt ihr dran, das wird auch als Beispiel in der Anleitung gut dann dargestellt. Da müsst ihr schauen, habt ihr euch auf eurem Tableau schon euch irgendwas freigeschaltet, dann kommt auch dieses Element zum Tragen. Weil im Normalfall, wenn das jetzt nicht wäre, dann zieht jeder aus diesem Säckchen 3 Wahlscheine. Das ist hier dann gut dargestellt. Weil dann geht es um die Rolle, wer wird Präsident, Präsidentin, wer wird Vize etc. Und auch da kommen dann wieder Wahlscheine ins Säckchen. Aber der Reihe nach. Wir ziehen also jeweils 3 aus dem Säckchen raus, 3 Wahlscheine. Und das macht jeder. Und jeder schaut seine Wahlscheine dann letztendlich dann an und prüft, wie viele eigene gezogen wurden. Es dreht sich nur um die eigenen. Wenn ich Wahlscheine eines Mitspielers ziehe, dann freue ich mich, weil
Das ist toll. Ich will aber meine eigenen ziehen. Ich persönlich, nur das hat einen Stellenwert. Und abhängig von den eigenen, die ich ziehe, wird das mit den Mitspielenden verglichen. Wer hat auch eigene gezogen? Abhängig von der Anzahl. Und dann schaut man, wer dann Präsident wird. Bei Gleichstand spielt es eine Rolle, durchaus die Spielerreihenfolge. In weiteren Runden ist dann durchaus der Faktor, wer zuvor Präsident beispielsweise war. Auch hier als Beispiel gut dargestellt, die erste Runde, das müsst ihr einfach mal durchspielen, dann ist es soweit klar. Vielleicht macht ihr vor der Partie einfach mal so einen Zug, wo ihr dann einfach mal aus dem Säckchen bzw. ein paar Beispiele bildet. Wie sieht es dann aus? Ich habe zwei eigene Wahlscheine, einen fremden Wahlschein, aber wie gesagt, achtet auf eure eigenen und der, wo die meisten dann hat, der übernimmt die Rolle des Präsidenten. Das ist schon mal super, weil es bringt nämlich hier Siegpunkte. 25 Siegpunkte. So, und jetzt kommt aber noch ein wichtiger Faktor. Haben das nämlich alle gemacht, sind die Rollen verteilt worden, abhängig von den eigenen gezogen, ganz wichtig. Dann ist ja der Präsident verteilt worden und dann kommen Wahlscheine wieder, ja, zurück ins Säckchen oder aus dem Spiel. Und da hängt es davon ab, welche Position man einnimmt. Ja, ich bin Präsident, das ist super, aber meine eigenen Wahlscheine sind durchgeschrien. Die kommen quasi raus. Die dürfen nicht mehr ins Säckchen. Wie ist es denn beim Vize? Beim Vize, je nachdem, beim Vizepräsident bekommt man natürlich auch eine Belohnung. Da steht dann bei, die gezogenen Wahlscheine. Was mache ich? Präsidenten kommen raus, die eigenen aber auch. Na toll, ja. Klar, Präsident müsst auf jeden Fall raus. Wenn man aber die Position dreimal sieht, das Lama, ihr merkt, dann sind auch gewisse Anspielungen in dem Spiel dabei, dann heißt die gezogenen, welche gezogenen? Nur die von Präsident, Präsidentin, die kommen raus. Also Vize bleibt auf jeden Fall bestehen. Und eigene natürlich auch. Ich bin ja auch nur Dritter, das heißt, meine Wahlscheine bleiben dann drinstehen. So viel zum Verfahren der Demokratie, also schon auch witzig und gewisse Anspielungen sind natürlich auch hier dabei. Das funktioniert hier in diesem Punkt. Also da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten. Und dann wird der Marker natürlich hier wieder zurückgezogen. Und wie gesagt, das Spiel geht so lange, bis hier nicht mehr aufgefüllt werden kann. Beziehungsweise wenn der letzte Marker hier dann draufgelegt wird, dann sind die anderen noch einmal dran. Ja, hier oben ist ja nochmal eine Leiste. Die habe ich ja noch gar nicht erklärt. Ja, abhängig von dem, ich nehme jetzt einfach mal eine andere Tafel, hat man auch hier so eine Markierung. Ich glaube, man sieht es kaum. Ich zeige es hier mal auf der Seite. Hier seht ihr es mit der 1, mit dem Haken. Und hier habt ihr die Möglichkeit, entweder auf einer beliebigen Leiste nach vorne zu gehen oder ihr könnt sagen, nö, ich möchte hier nicht weiter nach vorne gehen, hier bin ich ganz hinten, ich möchte die Wertung auslösen, weil das mit einem Haken dann versehen ist. Das heißt, ihr rückt entweder die jeweilige Leiste vor oder eine beliebige, zeigt euch die Karte dann an, oder wenn ein Haken dabei ist, ihr führt diese Aktion der unteren, oberen dann Aktion dann der Darstellung dann aus. Das ist ganz super. Da bekomme ich dann durchaus was. Hier bekomme ich Siegpunkte. Ich gehe beispielsweise auch gerne hier weiter, um hier viel zu bekommen. Wenn ich hier nicht mehr weiter kann, dann bekomme ich auf jeden Fall 4 Siegpunkte. Ist auch ganz wichtig. Aber ich kann dann einfach sagen, komm, ich löse das jetzt aus, nehme eins von diesen beiden Bereichen, das ist super, und gehe dann mit dem Marker wieder zurück. Das ist auch noch ein weiteres Element. Ich glaube, das meiste habe ich jetzt euch sogar im Detail dann dargestellt. Ansonsten verweise ich dann nochmal auf die Rückseite der Anleitung. Da wird euch alles wiedergespiegelt, was gewisse Elemente dann angeht, wie ihr da drauf platziert und das ein oder andere Beispiel lest dann nochmal nach. Aber dann seid ihr sofort drin in diesem Spiel. Ja, und ihr spielt so lange, habe ich ja gesagt, abhängig von den Tafeln. Und dann hängt es natürlich davon ab, was ihr daraus macht. Ihr könnt ja jederzeit oder gerade am Ende werdet ihr natürlich die Ressourcen verkaufen. Ihr bekommt nochmal Kapital und das Kapital wandelt ihr um in Siegpunkte. Dann hängt es davon ab, wie gut ihr seid auf dieser Leiste, auf dieser oberen Leiste, beziehungsweise eurer eigenen Leiste, eurem Ruf. Oh, da wird schon toll. Da wäre schon gut, wenn ihr ein bisschen hochkommt, zumindest am Schluss. Und da ist natürlich die Rolle des Präsidenten bringt natürlich nochmal extra Punkte. Aber warum die Rolle als Präsident? Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Weil ich habe ja mein Amt des Präsidenten irgendwann vor mir. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt. Es läuft manchmal, es läuft aber nicht so gut. Und das habe ich ja gerade erwähnt. 25 Kapital ist ja ganz toll. Am Spielende auch nochmal 25 Kapital. Aber es hat noch einen gewissen Faktor, weil hier steht in meinem Zug. Das ist übrigens bei den Mitspielen auch in deinem Zug. Wann ich das mache in meinem Zug, spielt keine Rolle. Ich habe eine Option, eins von beiden auszuführen. Aber als Präsident kommt es zu gewissen Ereignissen. Je nachdem, was ich für eine Newskarte vor mir liegen habe, ihr merkt hier wieder an diesem Symbol dann quasi so eine Atom.
Totenkopf an diesem Soul Bowl, muss ich von diesem Stapel ziehen oder ich muss eine Karte von diesem Stapel ziehen. Und dann wird hier dann nochmal dargestellt, bin ich überhaupt Präsident oder bin ich das nicht, abhängig von der Karte natürlich dann auch. Und dann bekommt man was. Aber auch alle anderen bekommen dann auch was. Und das ist wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr das in eurem Zug dann ausführt. Dann könnte man sagen, super, das ist ja jedes Mal eine Belohnung. Ja, die anderen bekommen ja durchaus auch eine Belohnung. Das heißt, der Vize bekommt je nach Rolle auch 6 Siegpunkte in seinem Zug. Und man spielt ja durchaus ein paar Runden, bis man wieder eine neue Wahl dann durchführt. Ja, das war eigentlich alles zum Spiel. Das heißt, am Schluss, habe ich ja gerade erwähnt, gibt es nochmal ein paar extra Punkte. Aber das war das Ganze. Und wer dann ja letztendlich seinen verdeckten Punkte dann zieht, wer dann die meisten Siegpunkte hat, der oder diejenige hat das Spiel gewonnen. Und damit bin ich auch schon beim Fazit von Planet B. Ja, Überblick habe ich euch gegeben, Aufbau, Ablauf. Ich glaube, mit diesen Infos könnt ihr zügig beginnen. Eure Erfahrung, ihr dürft es gerne als Kommentar schreiben. Ansonsten bin ich beim Fazit und das Spiel ist ja quasi eine Leistung von einem Redakteur, gleichzeitig Autor. Und das ist schon, ja, schon was Besonderes. Ein besonderes Spiel für Hans im Glück, auch was das Thema angeht, den Sarkasmus, der hier eine Rolle dann spielt. Und das sind natürlich gewisse Anspielungen aufgrund der Karten, was die Welt rund um Science-Fiction-Bücher, Filme, aber auch andere Verlage, andere Spiele angeht. Da hat man alles hier integriert in dieses Spiel und das ist natürlich gerade in den ersten 2, 3 Partien ganz witzig, wenn man dann auf solche Faktoren dann stoßt, die dann erstmal gar nicht dann wahrnehmen und sagen, na, ist ja echt verrückt. Das eine oder andere habe ich euch präsentiert, aber es geht natürlich schon in ganz andere Richtung. Dem einen oder anderen ist es teilweise, was die Karten angeht, was die Hinweise angeht, schon ein bisschen überzogen. Aber gewisse Warnhinweise gab es ja bereits am Anfang, was jetzt diese Schachtel, was den Hinweis dann angeht, was das Spiel dann zu bieten hat. 14 Jahre, deswegen passt es aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ich hätte auch nicht vermutet, dass das Spiel gut zu zweit funktioniert. Umso mehr, desto besser, das aus meiner Sicht, aber es funktioniert schon gut zu zweit. Die Anpassungen, die halten sich in Grenzen, was die Wahlscheine angeht, kommen ja immer wieder separate Wahlscheine rein. Das funktioniert wirklich sehr gut, aber aus meiner Sicht, umso mehr Personen teilnehmen, desto besser, desto attraktiver. Aus meiner Sicht ideal sogar mit der Spieleranzahl zu dritt. Ja, Personenanzahl, da war ich, beziehungsweise Spielzeit. Steht hier dabei 30 bis 45 Minuten. Ja, ist schon ein gehobenes Kennerspiel. Wenn man so spielt, gar nicht mal so schwer, könnte man auch sagen, ein Kennerspiel. Aber es hat schon ein paar Elemente und am Anfang wird es ja auch tituliert vom Verlag. Das ist durchaus etwas anspruchsvoller und das bringt natürlich auch einen gewissen Zeitfaktor mit sich. Wenn man gerade zu dritt und zu viert spielt, dann sind schon gewisse Pausen dann dabei, wo ich in meinem Element erstmal gar nichts machen muss und abwarten, welche Züge, Mitspieler, welche Kettenreaktionen ein Mitspieler, eine Mitspielerin dann ausführt. Und das ist schon eine gewisse Downtime. Ich kann natürlich etwas planen, schon ein bisschen mich drauf einstellen, was ich denn vorhabe, aber es kann immer wieder an der einen oder anderen Stelle eine Veränderung geben, gerade was das Einsetzen von Koffern angeht, dann wird quasi eine Wahl vielleicht sofort dann ausgelöst. Also ich bin ein bisschen abhängig von meinen Mitspielern und habe natürlich eine gewisse Downtime, die muss ich dann quasi einfach, ich muss warten, bis letztendlich die Mitspielende ihre Züge da machen. Das ist der einzige Punkt und quasi deswegen zieht sich je nachdem auch ein bisschen länger in die Länge. Das hängt aber auch davon ab, welche Erfahrung ihr habt. Wenn ihr es einmal gespielt habt, dann geht das Ganze zügig. Dann spielt ihr das maximal in 2 Stunden. Das stellt weniger ein Problem dann dar. Ja, weitere Elemente natürlich, was das Material, was die Illustration angeht. Vielen gefällt es, manche mögen die Grafik nicht. Da gehen wieder die Geschmäcker wie immer auseinander. Das ist auch absolut in Ordnung. Was man jetzt hier als Thema dann aber kreiert hat, was man draus gemacht hat, das ist natürlich schon witzig. Und das Ganze hier dann darzustellen, klassisch mit dem Playerboard natürlich und mit diesen einzelnen Bereichen, mit den gewissen ja, Hinweisen im Hintergrund, das ist schon charmant gemacht, aber was das Material angeht, da kann man nicht meckern, bis auf einen Punkt und der hat mich gestört und das ist das Kapital, das Geld. Ja, gibt es da eine Anleihen, weil es heißt sogar in der Anleitung, dass ihr letztendlich euer Geld dann nehmen könnt, knicken könnt und steckt es euch ein, nicht das Geld. Die Siegpunkte, ganz klar. Die Siegpunkte könnt ihr dann einstecken. Wenn man das natürlich macht, das wird direkt ja an der Anleitung angegeben, ihr könnt es irgendwo verstauen und sonstiges, dann führt es natürlich dazu, dass hier das Material dann doch schnell leidet. Ja, gibt es auch gleich einen Hinweis in der Anleitung, glaub, so was ich auch gelesen habe, dann verwendet einfach anderes Themen oder verwendet euer eigenes Geld.
ja, witzig. Also solche Anspielungen gibt es, das ist ganz wichtig. Das gibt fortlaufend, nicht nur in der Anleitung, auch aufgrund von der Karte. Dennoch finde ich schade, dass man so ein Kapital bzw. solche Scheine, das ist ja ein Block, so ein Abreißblock, wo man hat, das finde ich schade. Gleichzeitig stört mich das Material nicht nur, sondern auch das ständige Wechseln. Insbesondere zu dritt geht es noch, aber zu viert, da muss man ständig Scheine dann wechseln, da leidet das Material. Wie gesagt, wir achten schon auf das Material, aber schon nach ein paar Partien, da merkt man schon den einen oder anderen Knick, ist jetzt nicht schlimm. Aber ich wollte es erwähnen, weil für den einen oder anderen ist durchaus wichtig. Ich hätte mir sogar gerne ein paar Scheine mehr gewünscht, zumindest die Einser, dass man nicht da ständig wechseln muss, was das Geld dann angeht, beziehungsweise Siegpunkte angeht. Also da hätte ich mir schon ein bisschen mehr gewünscht oder im zweiten Stapel, dass es einfach weniger ist, da ständig wechseln zu müssen. Das ist der einzige Punkt. Vielleicht bekommt man das im Nachgang. Gibt es irgendeine Möglichkeit, noch Geld oder sonstiges nachzukaufen? Darauf müsst ihr achten, weil das hat mich ein bisschen gestört, beziehungsweise vom Material ausgehend ist es so ein Punkt, wo ich sage, alles so schön mit dem Material, Holzmaterial, Kartenqualität und dann mit so einem Kapital. Aber, wie gesagt, gewisse Anspielung, ich wollte es halt in jedem Fall erwähnen. Wenn ich beim Material bin, dann sollte ich eigentlich auch die Anleitung nicht unerwähnt lassen. Und die Anleitung, die widmet sich mit vielen allgemeinen Informationen erst einmal dem Spiel, wie die einzelnen Kästen, die Aktionen dann funktionieren. Man findet gut in das Spiel rein. Also wer jetzt schon ein bisschen Erfahrung dann hat, schon viel gespielt hat und sagt, ich weiß nicht, Kenner, Expertenspiel, ist das zu anspruchsvoll? Die Anleitung erklärt das alles ganz gut und ich hoffe, mit meinen Hinweisen im Video konnte ich euch auch damit auf jeden Fall weiterhelfen. Und jetzt kommt natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, der wichtigste Punkt, das ist der Spaßfaktor. Hat es mir, hat es uns in der Gruppe denn überhaupt gefallen? Zumindest was das Thema angeht, was die Anspielung angeht, sind die ersten Partien schon so, dass man sagt, boah, ist der witzig gemacht, das ist ja echt schon verrückt. Und da schaut man die Karte genauer an und das mit der Wahl, nein, das ist ja mal was ganz anderes. Das kenne ich ja aus ganz anderen Spielen gar nicht, die Form und Weise, wie man hier die Mechanismus mit reinbringt, mit Worker Placement. Das ist cool, das macht richtig Laune und da ist auch schon ein gewisser Widerspielreiz dann gegeben. Ist schon mal ganz gut. Natürlich hat man, wenn man das ein paar Mal gespielt hat, alles gesehen. Die Karten, die nimmt man gar nicht mehr so wahr, die Anspielung. Weil letztendlich geht es dann auch nur noch um das Einsetzen, auf das Bearbeiten von Leisten, auf seine Ressourcen zu achten und natürlich auch das gewisse Quäntchen Glück zu haben, was die Wahl angeht. Da ist der Spaß dann auf jeden Fall gegeben, wo man sagt, das ist jeder Runde witzig. Aber was die Illustration und die gewissen Hinweise dann angeht, da hat man dann irgendwann dann quasi alles gesehen. Da ist der Hype und der Reiz dann oder der Spaß dann nicht mehr so hoch wie in den Anfängerpartien oder in den Anfangspartien, wo man wirklich noch ganz baff ist, was denn da auf den Karten drauf ist, wo man sagt, hu, das ist ja schon ein bisschen grenzwertig, was man hier dann draufgepackt hat als Illustration, also das als kleiner Hinweis. Deswegen ist es aus meiner Sicht jetzt aus der Erfahrung, es liegt ja auch schon ein paar Monate her, wo das Spiel rausgekommen ist, wo wir es dann quasi auch absolviert haben, gespielt haben, ist aus meiner Sicht ein gutes Kennerspiel, ein gutes, leicht gehobenes Kennerspiel, wo man dann recht zügig drin ist und spielen kann, wo man auch gerne zu zweit spielt, aber eher mit der Option mit mehr Personen. Und das ist auch der Spaßfaktor, wo ich vorhin erwähnt habe, also aus meiner Sicht mit mehr Personen durchaus witziger, ideal aus meiner Sicht zu dritt, weil da ist auch, ich will nicht jedes Mal die Downtime sagen, aber dass das Zeitfenster dann nicht zu groß, weil ich will auch recht zügig das Ganze dann absolvieren, meine Züge dann machen, nicht ewig drauf warten, deswegen aus meiner Sicht dann, was den Spaßfaktor angeht, eher dann zu dritt, so würde ich es dann absolvieren. Ja, das zu den, ich glaube, wichtigsten Punkten. Wie gesagt, das Spiel recht aktuell, je nachdem, wann ihr das Video natürlich dann schaut, durchaus im Handel vertreten. Könnt ihr auch den Handel unterstützen, wenn ihr euch das Spiel holt oder schaut über die unten genannten Links. Ihr wisst ja, da unterstützt ihr uns automatisch zwar nicht mehr, müssen auch keine Spiele sein, aber die Entscheidung trifft ihr letztendlich dann automatisch. Ansonsten, ich bin natürlich auf eure Meinung gespannt, was Planet B dann angeht. Bei uns im Freundeskreis ist es auf jeden Fall sehr beliebt, nach wie vor sehr beliebt, immer wieder neue am Tisch, wo dann auch quasi auf die Karten dann schauen, erstaunt sind, was man denn hier verarbeiten kann, wie man auch diese Mechanismus bündelt, das ist richtig gut gelungen und das ist auch der gewisse Reiz in dem Spiel, weil man das so weit in dieser Mischung auch mit diesem Wahlmechanismus bisher aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung bisher noch nicht gesehen hat. Das zu allen Infos. Hans im Glück, wie gesagt, der Verlag, Vertrieb über Asmodee. Ansonsten sage ich euch, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.